Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2 oder Mass Effect 2. Ja, warum starte ich im Optionenmenü? Ich wollte euch das nur mal zeigen, was darunter steht. Blablabla. Der erste Teil ist mal nicht so interessant. Danach kommt aber: Bitte entfernen Sie während des Spielens keine Speichereinheiten, wenn automatisches Speichern aktiviert ist. Mhm. Ja. Ich überlege da wirklich, ob der will, dass ich meinen PC ausmontiere und da dann meine Festplatte raushol. Ich meine, bei PCs gibt es nicht sowas wie Memory Cards, die man einfach rausziehen kann. Ja. Keine Ahnung, was die Entwickler sich dabei jetzt genau gedacht haben. Aber egal. Commander, gut. Legion möchte mit Ihnen sprechen. Legion! Ja, Legion, mein Kumpel! Gehen wir doch gleich mal zu ihm hin. Der Grund, warum ich... Nein, es gibt... Ja, der Grund, warum ich wieder Let's Play Mass Effect 2 ist halt... das Spiel ist toll und ich habe jetzt gerade Bock, es zu zocken. Ja. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es geht nach langer Zeit endlich wieder weiter. Nein, nicht in die Damentoilette, zum Steuerbord. Nein, auch nicht zum Steuerbord. Ja, genau, da hinten. So, Lebenserhaltung. Oder? Nee, VI-Kern. Okay. Naja, beides. Wichtiges Thema und so. Legen. Shepard, Commander. Shepard. Wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Das freut mich. Moment mal, das Reaper-Datenkerns. Hey, cool. Das heißt, wir können... Heißt das, ich brauche jetzt gar nicht die Gruppenmitglieder. Ich glaube, ich habe das Spiel soeben geowned. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Das müssen wir verhindern. Denn, hallo, dann gibt's keine guten Geth mehr, dann gibt's nur noch die bösen Geth. Diese bösen Arschhören, doofblöden Dinger. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Mhm. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ja, nö. Wir löschen sie aus. Hauptquartier der Heretics. Sieht aus, als könnten wir ihre Überfälle endlich ein für alle Mal beenden. Ziehen wir es durch. Völliger Sieg ist eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit wir derzeit noch nicht berechnen können. Ungeachtet dessen werden wir mit den Vorbereitungen beginnen. Jupp, blub. Na, warum ist denn die Maussensibilität so gering? Das stört mich gerade ein wenig. Naja, egal. So. Blub. Hab nur eben Desktop gemacht. Blub. Dingen. Blub. Halt. Ne? Ja, ich war nämlich noch in irgendwas Weißem. Was war weiß? Ich weiß es nicht mehr. Haha, so viel weiß. Was ein Wortspiel. Ja, das. Blub, ich gehe erstmal zu den anderen und frag die alles, was ist kaputt und so. Denn, ja, mir wurde halt gesagt, ich soll auch alle Crewmitglieder-Missionen machen, egal ob ich böse bin. Und ich habe mir überlegt, jo, klar, mache ich. Weil, die Crewmitglieder-Missionen sind ja nicht nur dafür da, gemacht zu werden, wenn man böse ist oder irgendwie so. Nur, wenn man gut ist. Weil es gibt auf den Missionen ja auch noch Möglichkeiten, böse Dialogoptionen zu wählen. Also. Und wenn ich die nicht machen würde als Böser, dann wären die halt sinnlos. Und deshalb mache ich Shepard, nicht. Haben wir Zeit für einen Besuch auf der Citadel? Was brauchen Sie nochmal? Was genau macht Ihr Sohn? Goliath ist zur Citadel geflogen. Wohin genau, weiß ich nicht. Nur, dass er dort mit den kriminellen Elementen der Station Kontakt aufgenommen hat. Genau! Genau. Die wollten wir ja als nächstes machen, glaube ich. Wir hatten ja zuerst gemacht hier Blub-Dinge. Ja, Blub ist eins meiner Lieblingswörter. Hier haben wir ja erstmal alle abklappen gehen.
haben wir ja gemacht, das mit Garrus und so, ne, erinnert euch bestimmt noch dran. Und ja, da konnten wir auch direkt was mit Zane machen, aber wir sind halt direkt zum Schiff zurückgekehrt, also haben wir das nicht gemacht. So, Samara. Jo, gibt auch eine neue Quest. Ich bin froh, dass ich mich ihrem Team angeschlossen habe. Es ist zu lange her, dass ich mit Gefährten unterwegs war. Wenn es soweit ist, werde ich alles tun, was notwendig ist. Ich weiß es. Sie sind ein wichtiges Mitglied der Crew, Samara. Es ist mir eine Ehre. Aber es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Mhm. Als wir uns auf Ilium getroffen haben, habe ich Ihnen von einer sehr gefährlichen Person erzählt, die ich verfolge. Mhm. Mit den Informationen, die Sie beschafft haben, ist es mir gelungen, Sie ausfindig zu machen. Dann lass Sie nennt sich Morinth. Ich möchte Sie festnehmen, bevor Sie ein weiteres Mal verschwindet. Ja, dann machen wir doch mal, ne? Wichtigkeit. Wie wichtig ist das? Sie zu töten ist seit 400 Jahren meine Aufgabe. What? Es ist das Wichtigste in meinem Leben und der Grund, warum ich Justikarin geworden bin. Seit 400 Jahren. 400 Jahre. Ja. Okay. Erzählen Sie mir von ihr. Sie ist eine Adat Yakshi. Das Wort entstammt einem toten Asari-Dialekt. Es bedeutet Dämon der Nachtwinde. Aber das ist nur Mythologie. Sie ist ganz einfach eine überaus gefährliche Frau, die ohne jede Gnade tötet. Könnten wir sie doch in unser Team aufnehmen, aber dann würden wir Samara verlieren. Kommt drauf an, was für eine Klasse die ist. Ansonsten töten wir die halt. Ja, lass mich raten, man kann die auch gar nicht ins Team aufnehmen. Klingt ganz nach ihnen. Sie sind auch gefährlich. Genau wie sie. Aber sie ist anders. Morinth leidet an einem seltenen Gendefekt. Mhm. Wenn sie sich paart, gibt es kein sanftes Verschmelzen der Nervensysteme. Was heißt? Sie überwältigt das des Partners, verbrennt es. Was? Es kommt zu Blutgerinnseln im Gehirn. Am Ende steht eine geistlose Hülle, die kurz darauf stirbt. Oh, gut. Aber dann ist sie doch nur so tödlich, wenn sie sich paart. Jedes Mal, wenn sie tötet, wird sie stärker, klüger und schneller. Und sie macht das schon seit 400 Jahren. Das schlecht. Sie verwirrt ihre Opfer, manipuliert ihre Gefühle. Sie tun dann alles, um ihre Gunst zu erringen. Wenn wir Zeit haben, kümmern wir uns darum. Da ist noch etwas, diese Kreatur. Dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Gut. Ich hätte das längst wissen müssen. Ich bin für niemanden eine Gefahr. Außer für meine eigenen Kinder. Und es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Selbst heute nicht. 400 Jahre, nachdem ich es erfahren habe. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Meine Crew muss ihren Job beherrschen und ihr Privatleben bei sich behalten. Ich verstehe. Trotzdem, falls genug Zeit ist, würde ich gern den Nachtclub Afterlife auf Omega besuchen. Hä? Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Okay. Wenn wir genug Zeit haben, könnten wir nach Omega fliegen. Aber da waren wir doch schon mal. Das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum mir der Name Morinth so bekannt vorkommt. Mal sehen. Ja, nee, nicht auf die Damentoilette. Gibt hier noch jemanden, mit dem wir noch sprechen müssen, mit dem wir noch nicht gesprochen haben? Blub. Ja. Ich denke mal. Ich guck einfach mal nach, oder? Ja, komm, ich guck einfach mal nach. Obwohl. Ich glaube, es gibt auf der Ebene sonst gar keinen mehr, oder? Garrus, Zane, Legion, Samara. Gucken wir mal in der Fahrstuhl nach. Stimmt, es gibt noch Miranda, aber die Mission haben wir ja schon geholt. Ja, gut, dann haben wir alles. Dann im Maschinendeck war da. Ja, Jacks Mission, die habe ich mit diesem Charakter noch nicht gemacht. Dann mache ich die noch mit diesem Charakter. Die habe ich halt auch noch nicht richtig, glaube ich, gemacht. Also ist das offscreen? Keine Ahnung. Ja, klar, ich habe sie offscreen gemacht, klar. Mit dem anderen Char habe ich sie offscreen gemacht, logisch, klar. So, Tali. Shepard, ich habe ein Problem und brauche vielleicht Ihre Hilfe.
Aber erst muss ich Sie noch etwas fragen. Ja, das. Ich muss wissen, ob ich Ihnen trauen kann. Ja, kannst du. Die Sache könnte etwas mit der Sicherheit der Flotte zu tun haben. Cerberus darf sich nicht einmischen. Sie haben mein Wort darauf. Falls nötig, kontaktiere ich den Unbekannten und sage ihm, dass er sich raushalten muss. Wozu? Er würde Sie anlügen. Es von Ihnen zu hören reicht mir. Ich habe gerade eine Nachricht von der Migrantenflotte erhalten. Der Admiralitätsrat beschuldigt mich des Verrats. Gut. Ich habe Angst, Shepard. Liegt es daran, dass Sie mit Cerberus zusammenarbeiten? Ich arbeite nicht mit Cerberus zusammen, sondern mit Ihnen. Und ich wurde freigestellt, um wieder auf der Normandy dienen zu können. Ich habe keine Ahnung, was Sie mir vorwerfen. Ich müsste mich doch erinnern, wenn ich die Flotte wirklich verraten hätte. Die Spinnen. Ja, lass mich raten, er wird das nicht wortwörtlich so sagen. Also, sie sagt wieder irgendeinen Quatsch, das ist so immer so. Wer Sie kennt, weiß genau, dass Sie niemals Ihr Volk verraten würden, Tali. Sag ich. Ich weiß nicht. Solche Anschuldigungen werden nur vorgebracht.